Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute schnallt es euch an, wir haben ein Megathema. Ich habe den Autor Christian Köhlert bei mir und wir sprechen über dieses Buch. Matrix-Hypothese. Leben wir in einer Simulation? Ja, das ist ja eine Frage, die sich sogar die Wissenschaft stellt und verblüffenderweise nicht mal mit Nein beantwortet. Es gibt sehr viele Indizien und wie ihr seht, das Buch hat auch seinen gewissen Inhalt und ich möchte das auch dringend empfehlen jedem. Da der Osiris Verlag, wo das Buch rausgekommen ist, keinen Affiliate-Programm hat, habe ich aber mit dem Besitzer gesprochen und ich darf dieses Buch über Amazon anbieten. Das heißt, wer es kaufen möchte und die Blaupause unterstützen möchte, Link findet ihr unter diesem Video. Christian, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Das freut mich sehr. Ja, gerne. Wir im letzten Gespräch zur Matrix-Hypothese, zur Phönix-Hypothese war ja unser erstes Gespräch. Sind wir da schon ins Metaphysische abgedriftet damals? Ich glaube zum Schluss, und das werden wir uns auch aufheben, hier auch der Teaser, bleibt wirklich bis zum Schluss dran, denn auch am Ende dieses Buches erwartet euch ein echter Kracher und wir werden natürlich auch in dieser Sendung darauf eingehen, ist ja gar keine Frage. Ich denke, wir waren schon metaphysisch, ja, haben uns da langsam herangenähert, würde ich sagen. Und ich denke, das ist auch deine Herangehensweise im Buch gewesen und das sollten wir auch in dieser Sendung wieder genauso machen. Daher auch meine erste Frage überhaupt, wie ist es denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? War das schon länger bei dir auf dem Schirm? Hast du es mal gehört? Oh, könnte sein. Und hast dich hingesetzt, ich recherchiere mal tiefer. Was hat dich daran fasziniert, dass du dich sogar veranlasst fühlst, ein Buch drüber zu schreiben? Ja, das ist ja mal eine lange, lange Entwicklung. Und da im Retrospektiv da so die Schlüsselereignisse rauszufinden, da bin ich auch nochmal in mich gegangen im Buch. Es war natürlich so, dass ich groß geworden bin in der DDR. Hatte ich keinen religiösen Unterbau. Das war alles ein sehr rationales Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Klar kann ich da so ein paar Geschichten von meiner Oma und so weiter, wo das alles noch ein bisschen esoterischer vielleicht noch gehalten oder zumindest inspiriert von den Religionen. Aber sonst hatte ich da ein sehr rationales, vierdimensionales Weltbild und darüber gibt es nichts. Wir leben in so einem chaotischen Universum und that's it. Okay. Aber dann gab es immer wieder auch in meinem Leben gewisse Ereignisse, wo ja Synchronizitäten zum Beispiel passieren, merkwürdige Zufälle, wo man an irgendwas denkt und dann passiert das oder auch sowas wie Feldeffekte. Habe ich auch mal einen beschrieben, da war ich noch recht unbescholten, was erweitertes Weltbild anging, aber da gab es in unserem Freundeskreis einen Selbstmord und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren enger Freundeskreis und niemand wusste, dass das passiert ist. Das stellte man erst so 2 Tage später oder 3 Tage später fest. Aber ich habe die Feldeffekte gesehen, dass alle irgendwie durch den Wind waren, dass alle irgendwie auch komische Träume hatten, merkwürdige Emotionsausbrüche und so weiter. Und die meisten konnten gar nicht sagen, woher kam das? Manche hatten dann aber tatsächlich Träume von dieser Person, die da den Suizid begangen hatte. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, wow, irgendwas passiert hier im Feld, das können wir so mit rein rationalem Weltbild, können wir das nicht erklären. Solche Dinge sammelten sich immer mehr. Man hat dann natürlich diverse Dinge gelesen, so esoterische, spirituelle Konzepte. Und dann war es eigentlich damals 2008 die Begegnung mit Dieter Bröers. Er war der Erste, der angefangen hat, über das Weltbild von Burkhard Heim mir sozusagen auch die Brücke zu bauen zwischen diesen esoterischen Konzepten und einem wissenschaftlichen Ansatz. Und dass es da auch Phänomene in der physischen Welt gibt, die die Wissenschaftler sich kaum mehr erklären können, zumindest nicht in diesem alten Paradigma dieses vierdimensionalen Raumzeitkontinuums. Und so Stück für Stück baute sich das Thema dann immer mehr zusammen, bis ich dann schon irgendwann auch diese Vorstellung der Veden übernommen habe, ja, der Maya, also das Sanskritwort Maya für die kosmische Illusion. Das ist ein ganz zentrales Thema in den vedischen Schriften, in eines der ältesten Aufzeichnungen. Und so war auch schon früh mein Firmennamen oder unter dem Label, in dem ich immer aufgetreten bin, war ja Maya Magic. Mhm. Auf meiner Webseite mayamagic.de. Und das kommt ja nicht von den Maya, den zentralamerikanischen Ureinwohnern, sondern ja von dem Sanskrit Maya, von der vedischen Vorstellung. Und so blieb das immer
Ja, und irgendwann ist mir klar geworden, das ist eigentlich so eine Art Game Changer. Genau wie die Phoenix-Hypothese, wo ich gesagt habe, okay, es gibt viele gute Analysten die Weltlage analysieren. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, ja, aber ich sage jetzt auch mal bis Eckert, ja, der jetzt zum Beispiel auch in diese ganze religiöse Kiste hineingehen und sagen, ja, das Religiöse spielt eine Rolle, warum wir auf der Welt hier solche Krisen erleben, die Prophetien, die religiösen Prophetien und so weiter. Aber niemand beachtet diese Zyklen, diese großen Transformationszyklen, und die sind so ein Game Changer. Wenn wir die mit reinnehmen und die als Möglichkeit erachten, warum vielleicht im Äußeren gewisse Dinge passieren, dann ergibt sich doch ein ganz anderes Bild. Und der nächste Game Changer, wo ich sage, ist, wenn wir aber die ganze Realität hinterfragen und sagen, könnte da an diesem Maya-Konzept der Veden oder was Plato mit seinem Höhlengleichnis versucht hat zu auszudrücken, wenn wir das in Betracht ziehen und darüber mal nachdenken, dann könnte das auch so ein Game Changer sein, also so ein Element, was die gesamte Gleichung unseres Weltbildes nochmal relativiert. Ja, und deswegen musste ich das Buch schreiben, einfach auch als Antwort oder Weiterführung der Phoenix-Hypothese. Auch da natürlich die Empfehlung, wenn ich es nicht vergessen sollte, verlinke ich das Video, unser Interview zum Buch nochmal hier. Ist aber auch sehr gut angekommen bei den Leuten damals, das weiß ich noch. Weil es passt ja schon letzten Endes zusammen. Es ist ja in der Tat eine sinnvolle chronologische Fortsetzung. Den Gedanken, mit dem du die Phoenix-Hypothese schlussendlich irgendwo auch geschlossen hast, zumindest vom Narrativ her, hier jetzt mal das Ganze weiter zu spinnen, okay, wie könnte denn auch eine mögliche Realität tatsächlich sein? Und es gibt ja unfassbar viele Ansätze dazu. Aber auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere ja selber dazu zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es wie eine Art Illusion ist. Ich drücke es zwar als solches nicht aus, ich sage immer, es ist wie ein Film, in dem wir leben, aber es ist schlussendlich genau das Gleiche. Ja, ist schon ein Hinweis. Ohne dass wir jetzt die Kapitel vom Buch irgendwie Schritt für Schritt durchgehen, vielleicht schaffst du es in deinen Worten mal so den Anfang des Buches, was war so die Fragestellung, die du dir gestellt hast, was ist so, mit welchem Inhalt wird der Leser letzten Endes am Anfang konfrontiert? Also ja, die Matrix-Hypothese ist halt die Fortsetzung der Phoenix-Hypothese. Die Phoenix-Hypothese war sehr rationale, also in weiten Strecken sehr rationale Auseinandersetzungen, objektivierbare Fakten, welche Parameter können darüber aus, oder geben darüber Ausschlag, eventuell, was hier auf der kollektiven Bühne passiert und was im Hintergrund passiert. Das ist immer die große Frage. Jeder Analyst versucht, da ein Modell aufzustellen und nehmen halt eine Handvoll Parameter in Hand, haben aber auch ganz klar ihre Grenzen, wo sie gar nicht weiter hineingehen. Und ich habe eben diese Zyklen mit reingenommen, habe eben gesagt, wenn das tatsächlich so stimmen sollte, dass wir am Ende eines solchen Zyklus, eines solchen Transformationszyklus, der eventuell auch mit äußeren Umwälzungen einhergeht, und zwar sehr dramatischen, so wie wir das aus der Prophetie kennen oder aus den alten Überlieferungen der Hopis und so weiter, dann ist das auch teilweise ein Bild, was sich natürlich, was man sich nicht so gerne anguckt, weil es gewisse Ängste triggert. Und auf der rein rationalen Ebene ist das natürlich für einen Materialisten erstmal ein furchteinflößendes Gebilde, die Phoenix-Hypothese, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Da habe ich auch schon oft in den alternativen Medien gehört, ja, also wenn das so stimmt, Christian, dann weiß ich gar nicht, ob ich das so genau wissen möchte. Mhm. Ja, so. Und ich kann es verstehen, weil wir da natürlich mit inneren Urängsten konfrontiert werden. Und ich habe aber das ganze Thema schon immer auf zwei Seiten gesehen. Die rein rationale, der menschliche Teil von mir, der hier auf der Bühne steht und sich eine Erklärung auf der materiellen Ebene sucht, warum ist die Welt so komisch und warum wird die immer polarisierter, warum gibt es immer mehr Krisen und immer mehr Modelle, was da im Hintergrund passiert. Und dann gibt es natürlich den spirituellen Teil, der schon immer irgendwie geahnt hat, da gibt es viel mehr außerhalb dieser Bühne. Und jetzt müssen wir einfach das ganze Thema der Transformation, der Zyklen, der Evolution, der Seele, das müssen wir einfach mal aus den erweiterten metaphysischen Ebene betrachten. Und im Buch setze ich da auch wieder ganz rational an. Sage, okay,
für den durchschnittlichen Materialisten oder jemand, der so groß geworden ist wie ich, ja, welche Indizien gibt es denn dafür oder was steht denn da im Raum, dass unsere Realität tatsächlich so eine Art Konstrukt sein könnte? Eine virtuelle Realität, wobei wir nicht zwangsläufig das so verstehen müssen, dass wir tatsächlich in so einem Computer drin sind. Vielleicht sind wir es aber auch nicht. Vielleicht ist auch der Computer einfach oder die Computersimulation einfach nur so ein Sinnbild, was uns die Matrix oder die Maya widerspiegelt, um uns zu erklären, was ihre Natur ist. In einer Form, wie es unser Verstand abstrahieren kann. Da will ich auch nicht keine festen Vorgaben geben, welchen verschiedenen Ansätzen des Verständnisses sich jeder da anschließt und welche Aspekte er für sich integrieren kann, sondern ich gehe die Reihe nach durch, womit auch ich konfrontiert bin. Ja, und dann habe ich mir als erstes mal die ganzen alten Kulturen angeguckt. Angefangen bei den ältesten Schriften, wie schon erwähnt, die Veden, die vedischen Schriften und ihr zentrales Konzept, dass Realität nur eine Art Konstrukt ist. Eine kosmische Illusion. Und dann finden wir das aber auch in vielen anderen Philosophien. Wir finden das in der Hermetik. Das erste Gesetz der Hermetik ist das Gesetz des Mentalismus. Alles, was Realität ist, ist erstmal ein mentales Konstrukt. Das ist nur eine Illusion von physisch. Genauso wie ein Stein, den ich im Traum anfasse, physisch sich anfühlt. Aber spätestens, wenn wir aufwachen, wissen wir, dass dieser Stein nicht physisch vorhanden ist. So, oder Platons Idealismus, ja, Platons Höhlengleichnis. Er versucht uns zu erklären, dass wir eigentlich nur die Schatten an der Wand sehen in einer Höhle. Ja. Und dieses ganze Höhlengleichnis kann man natürlich unterschiedlich ausdeuten. Aber man kann das durchaus auch in der Tradition der Hermetik ausdeuten, dass eben diese Höhlenwand letztendlich so eine Art Projektion ist. Und dass das nicht die ganze Wahrheit ist, sondern erst, wenn wir aus der Höhle rausgehen. Aborigines, ihr Konzept von Dreamtime oder Traumzeit, dass sie sagen, ja, diese Realität ist auch nur sowas wie ein Traum, nur ein stabiler. Aber liegt anderen Gesetzmäßigkeiten, aber nichtsdestotrotz ist es auch wieder ein mentales Konstrukt, genau wie die Hermetik sagt. Die Gnostik, ja, der Demiurg, der diese Welt künstlich kreiert hat. Ja, überall finden wir das in den alten Traditionen. Und da fängt man erstmal an, dass man sagt, okay, das ist jetzt keine Neuerfindung, das ist jetzt keine Neuerfindung der Wissenschaft oder der Simulationstheorie oder von mir aus Hollywood, weil die da diesen Matrix-Film gemacht haben. Es ist nicht 2000 entstanden. Gab ja auch schon Filme davor. Ja. Welt am Draht, sage ich da als Beispiel. Ja. Später auch 2001 oder nicht 2000. 99. Odyssee, ja, natürlich geht auch schon rein. Aber 99 wurden wir da nochmal ganz stark mit Matrix. Mit Matrix halt, genau. Ja. Ins massenkollektive Massenbewusstsein eingegangen. Hm. Und 99 kam auch dieser Film, das Hollywood-Remake von Welt am Draht raus, das hieß Mensch, komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber es kam 99. Für den Gedanken weiter, ich suche es schnell raus, ist doch kein Problem. Ja. 99, das war mit Armin Müller-Stahl, hat er mitgespielt. Ein Deutscher. Ja, und da wurden wir es erstmal wieder mit diesen ganzen Vorstellungen konfrontiert, natürlich im Rahmen eines Unterhaltungsindustrie. Und das hat dann durchaus auch die Wissenschaft, auch die Mainstream-Wissenschaft, dann wieder inspiriert. Und da kamen dann eben solche Sachen wie die Simulationshypothese von Boström, der eine ganz einfach. Ja, hast du es? Der 13th Floor, also der 13. Ja, der 13. Genau. Floor. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Ja, genau. So, das sind so, der ist so ein bisschen untergegangen, natürlich hinter Matrix. Mhm. Aber im Grunde genommen hat er dasselbe echte Thema. Und das ist vielleicht interessant für die Leute, die sich jetzt für Filme interessieren. Das ist im Prinzip die Vorgeschichte zur Matrix. Zumindest wird hier auch im Internet geschrieben, ne? Der Film, der Matrix vorwegnimmt im Prinzip. Ne? Das ist so der erste
Punkt, wo dieses Modell zumindest mal, ehrlich gesagt, kenne ich ihn selber auch nicht, ich habe aber das Original gesehen. Das ist ja wieder, das geht ja wieder zurück auf einen Roman von, glaube ich, 63, Simulacrum 3. Darauf basiert der Welt am Draht und auch der 13th Floor. Und ich glaube, das hat auch die Wissenschaft mal inspiriert. Ja, da gab es dann eben, weil dann da kurz darauf, es war ein Massenphänomen, Leute haben erstmal drüber nachgedacht, was könnte es sein, dass unsere Realität nur so eine Art virtuelles Konstrukt ist. Und jetzt hatten wir auch was zum Anfassen. Plato musste sich noch so ein Höhlengleich aus den Fingern saugen, sozusagen, das zu visualisieren für den reinen rationalen Verstand. Und jetzt mit der Computersimulation, und jeder kannte dann eben schon seine eigene Computersimulation auf seiner Playstation oder wie auch immer und konnte auch sehen, dass das evolutionär immer besser wurde, immer immersiver. Ja. Und so hat dann die Wissenschaft auch kommentiert, nämlich der Boston, der sagt, naja, also wenn das so weitergeht, so exponentielle Entwicklung der Computersimulation, dann werden wir ganz schnell an so einen Omega-Punkt kommen, wo wir Simulationen von realer Welt nicht mehr unterscheiden können. Und gesetztesfalls, es gibt keinen technischen Reset oder es gibt nicht ein ethisches Verbot, was sehr unwahrscheinlich ist aus seiner Sicht, dann kommen wir an diesen Omega-Punkt. Und dann müsste man fragen, ja, vielleicht gibt es schon eine zukünftige Generation, die verschiedene Simulationen, auch Ancestor, wie sagt man, Simulationen von früheren Generationen macht. Und vielleicht sind wir denn schon in so einer Generation, in so einer Simulation drin. Das ist die Wahrscheinlichkeit, eine reine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ja, wenn wir jetzt sehen, die Unwahrscheinlichkeiten, wie jetzt das rationale Weltbild, die aus kosmischem Staub dann auf einmal Moleküle sich zusammengesetzt haben, die ersten Einzeller entstanden sind, bis hin hier so eine Infrastruktur entstanden ist auf unserem Planeten, eine biologische, die perfekt zusammenpasst. Das ist ja alles sehr unwahrscheinlich. Das ist so ein bisschen dieses Vergleich mit diesen Würfel, mit dieser Kiste mit den Einzelteilen einer Schweizer Uhr. Man schüttelt so lange, bis sie sich zusammensetzt. Ja, und eine Schweizer Taschenuhr ist ja nicht so komplex wie ein Einzeller. Und wenn man diese Wahrscheinlichkeiten vergleicht, dann ist natürlich, kommt aus diesem, ja, von Boström, dieser Matrix-Hypothese heraus, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir schon in einer Simulation drin sind. Und dann kamen andere Wissenschaftler, haben gesagt, okay, dann kann man das auch untermauern. Gibt es ja irgendwelche Auffälligkeiten, die schon lange bekannt sind, die irgendwie darauf hinweisen, dass wir in so einer Simulation drin sind? Ja, jede Menge. Welle-Teilchen-Dualismus. Ja. An dem guckt man hin, dann ist es ein Teilchen, guckt man nicht hin. Ja. Das ist jetzt sehr reduktionistisch, ja, bis hin zum Delay-Choice-Quantum-Eraser, den ich auch in meinem Buch erkläre. Und wenn man sich den anguckt, dann sagt man, okay, entweder haben wir es hier irgendwie, wissen, das eine Partnerteilchen weiß schon die Zukunft, was das andere machen wird, oder es gibt Retrokausalität, das heißt, dass Ereignisse in der Zukunft das verändern, was in der Vergangenheit passiert. Mhm. Und dann können wir auch das nehmen und können uns so Sachen wie den Mandela-Effekt angucken und da sagen, oh, hoppla, ja, genau so, was passiert ja eigentlich in unserer Realität, ja. Aber bis dahin, Mandela-Effekt kommt erst wesentlich später in meinem Buch. Also ich gehe die wissenschaftlichen Dinge durch. Ich gehe die Dinge durch, wo auch wirklich jeder rationale Beobachter, der sich so ein bisschen auch Affinität für, der so ein bisschen Affinität für wissenschaftlichen Kontext oder für wissenschaftliche Betrachtungsweise hat, dass der sagen muss, ja, okay, hier gibt es jede Menge Phänomene, die lassen sich tatsächlich eher erklären in einem virtuellen Konstrukt oder in einem Konstrukt, was nicht nur auf diese, zumindest nicht auf diese vier Dimensionen Raumzeit sich reduzieren lässt. So, und dann geht's weiter. Letztendlich, das eine sind alte Weltanschauungen. Da kann man sagen, okay, was immer die früher gedacht haben, wer immer ihnen das eingeredet oder was immer die sich dabei ausgedacht haben und wer da von wem kopiert hat über die vielen Generationen, kann man skeptisch sein, okay? Wissenschaft brauche ich auch seit 2020 nicht mehr. Ja? Wenn die Leute ja auch so ihre verstehe ich vollkommen, ja. Aber nichts übertrifft, sagen wir mal, die eigene Erfahrung. Ja. Und wie kann man denn jetzt erfahren, dass diese Realität nicht so rein physisch ist und dass da mehrere Ebenen oder Dimensionen oder dass es da den Eindruck, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass man in so einer Art Konstrukt drin ist, was wesentlich
weiter gestrickt ist als einfach diese rein physische, dieses rein physische Dasein. Gibt's die ganze Palette. Ich glaube auch, dass es immer so bleiben wird. Ich halte mich da so ein bisschen an Heisenbergs Unschärfe-Relativität, ne? Dass man einfach sagt, wir werden es wahrscheinlich nie genau rausfinden, weil das eben Teil des Programmes ist in den oder den Code, in dem wir leben, dass eben diese Bedingung erfüllt sein muss. Entweder wir wissen sehr genau, wo etwas ist, können aber dann überhaupt nicht sagen, was es ist, ja, und also mal vereinfacht ausgedrückt, oder wir wissen eben nicht, was es ist, können aber genau dafür, oder wir wissen, wo es ist, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Sodass es einfach dieses Rätsel des Universums möglicherweise geben muss. Das heißt, wenn wir diese Gleichung theoretisch zumindest lösen würden, ja, dass alles in sich auf einmal zusammen kollabiert und das Ganze eben nicht mehr funktioniert. Es muss also ein gewisses Geheimnis bewahrt bleiben. Insofern ist auch die Wissenschaft oder eben halt von mir aus die spirituellen Konzepte oder die Schöpfermythen nahezu aller indigenen Völker, die ja darauf hindeuten, immer nur metaphorisch zu verstehen. Ja? Es geht gar nicht darum, das auf einem technischen Aspekt, wie du schon sagtest, mit einem Computerprogramm zu vergleichen oder mit einer extrem fortschrittlichen KI-Simulation, was aufs Gleiche rauskommt. Es ist wahrscheinlich eher, wie du schon sagtest, das eingebettete Konstrukt der Gesamtschöpfung. Aber da wird es dann halt schwierig, sich dann rein mit den wissenschaftlichen Faktoren zu beschäftigen. Denn die Wissenschaft kann ja maximal im Augenblick sagen, ja, wir wissen, dass es die Phänomene gibt, erklären können wir sie nicht. Antworten bieten uns dann eher schon die esoterisch-spirituellen Konzepte, die zumindest Andeutungen geben, ja, was könnte das auch mit auf sich sein? Ich glaube, der am ehesten dran war, ist auch Heim, ja, der gesagt hat, naja, ein mathematisches Modell mit 12 Dimensionen ist der Sache wahrscheinlich zumindest schon mal sehr nah dran. Ja, den habe ich auch erwähnt. Ich will nicht behaupten, dass ich Heim durchblickt habe. Ich glaube, das haben nur sehr wenige. Würde ich auch sagen, ja. Ja, aber grundsätzlich eher ein guter Ansatz und er spiegelt auch viele andere Aspekte wider. Gerade wenn er sagt, dass die höheren Dimensionen, ja, x8 bis x12, mathematische Strukturen hoher Symmetrie sind, die auf einen Punkt der Singularität zu steuern. Ja, da sind wir wieder auch bei diesem vedischen Konzept des Brahman, dass alles aus einer Quelle kommt. Ja. Wenn sich in einzelne Fraktale Atman aufteilt, um eine individuelle Erfahrung in der Trennung zu machen, die auch nur Teil der Illusion ist innerhalb dieser Matrix. Ja, da bin ich auch voll dabei. Und ich, was du am Anfang angesprochen hast, dass es da nie den hundertprozentigen Beweis gibt, dass es viele, wenn man genau hinguckt, eine Unmenge von Indizien gibt in der Geschichte, in den Weisheitslehren, aber auch in der Wissenschaft, die sehr reduktionistisch ist, muss man sagen. Ja, die lassen viele Dinge eben nicht zu, zum Beispiel die gelebte Erfahrung. Aber auch in der gelebten Erfahrung ganz viele Dinge auftauchen können, die uns an so einem rein rationalen, vierdimensionalen Weltbild zweifeln lassen. Aber das ist, glaube ich, auch so designt tatsächlich, dass die Leute, die diese Immersion und die einfach ihr Leben leben wollen und die Illusion, dass sie hier nur ihr Körper sind, der hier, sagen wir mal, seine biologische Funktion erfüllt, sich fortpflanzt, ein Haus baut und einen Baum pflanzt, dass die Leute auch gerne in diesen Illusionen drinne bleiben dürfen. Sie haben das Recht darauf, natürlich, auch die Ignoranz in dem Sinne zu leben. Aber die, die wissen wollen, ganz subtil auch erkennen dürfen, dass diese Realität nur ein illusorisches Element ist. So wie wir vielleicht auch mal einen luziden Traum haben. In 99% der Fälle, bei mir zumindest, sind die Träume, nehme ich die einfach so hin, wie sie sind. Okay, ich akzeptiere sie und halte sie in dem Moment für meine Realität. Aber es gibt dann irgendwann mal ein Momentum, wo der Zensor anspringt und sagt, hey, Moment mal, was hier gerade passiert, ist so komisch, so irre. Das kann eigentlich nicht sein. Kann es sein, dass ich träume? Und in dem Moment, wo ich mir die Frage stelle, kann sich da Türen auftun. Im schlimmsten Fall wacht man einfach auf. Aber wenn man es schafft, diese innere auffallende Emotionen so ein bisschen zu kontrollieren, dann kann man tatsächlich luzid werden und stellt fest, man ist ja Schöpfer seines Traums. Man kann da in diesen Traum frei eingreifen und Wunder vollbringen. Man kann levitieren, man kann die ganzen Cities, wie man jetzt im Vedischen sagen würde, diese Wundertaten da auf einmal vollbringen in seiner Welt. Aber witzigerweise, ich habe festgestellt, man hat trotzdem keine Macht über den freien Willen der anderen Protagonisten im Traum. Das finde ich sehr witzig. Und da sehe ich mal so eine Parallele
zwischen dieser Realität, also der Wachrealität, wie wir sie nennen, und der Traumrealität, dass wir hier auch Mitschöpfer sind, also Co-Kreatoren, und durch unsere Gedanken Sachen verbiegen können in ihren Wahrscheinlichkeiten, aber letztendlich auch immer den freien Willen der anderen Mitspieler respektieren müssen und über die nicht wirklich Kontrolle haben können. Das ist dieses Beispiel, ne, wo, es ist das metaphorische Beispiel, wo du sagst, ja, wir haben vielleicht eine Region mit sehr viel Dürre. So, und jetzt würdest du rein theoretisch, sei es jetzt nun auf quantenphysikalischer Basis oder von mir aus auch auf spiritueller Basis, sagen, okay, wir holen uns den Regen her. Dann darf das, oder dann gelingt das in der Regel nur insofern und in so einer Güte, dass jemand anders, der den Regen gerade braucht, vielleicht dringender braucht oder sowas, ne, oder wo es keine Dürre geben darf, eben nicht diesen Regen abzieht, um es jetzt mal so auszudrücken. Das ist das, was du gerade gedacht hast, dass es nicht gegen den freien Willen auch anderer Mitschöpfer verstoßen darf, ja. Das sind ja wichtige Aspekte, gerade in der, so nenne ich es jetzt mal, in der Hyperraumprogrammierung. Also wenn wir uns ranmachen und sagen, so, wir wollen jetzt mal das Schöpferspiel mitspielen und wir verbiegen unsere Realität zu unseren Gunsten, dann eben halt nur bis zu diesem Grad. Das ist das, warum, glaube ich, auch die spirituellen Konzepte immer wieder sagen, zum Wohle aller. Ja, kannst du es gerne hier mal regnen lassen, oder wenn es zu viel Regen ist, dann einfach mal vielleicht weglassen, um jetzt bei einem sehr banalen Beispiel zu bleiben. Es gibt noch ein zweites Beispiel, was uns darauf zeigt, wie das funktioniert, dass wir nie einen kompletten Beweis finden können. Nehmen wir mal das Postulat eines schwarzen Loches an, dass es das wirklich gibt. Ich selber bin nicht davon überzeugt in meinem Weltbild, aber als reines Beispiel, dann ist es ja auch etwas, was per Definition niemals beobachtet werden kann. Weil schlichtweg kein Licht da ist, was uns gestatten würde, das zu beobachten. Aber wir sehen eben die Effekte drumherum, also Gravitationslinseneffekte und so weiter und so fort. Wo wir aufgrund des Drumherumlaufens und Drumherumschauens erkennen können, da muss also etwas sein mit den und den annähernden Eigenschaften. Und ich glaube, hier ist es genau das Gleiche mit dem Thema Realität, Simulation, ja, und was. Entscheidend ist ja, welchen Bezugspunkt haben wir ja eigentlich da drin. Das ist ja das, was du auch dann im Buch beschreibst. Wenn wir das als solches mal voraussetzen, dieses Modell. Ja, okay, es ist eine Simulation, auf welche Art und Weise, irrelevant. Und wir sind Teil dieser Animation. Dann haben wir, und das wissen wir auch, dann haben wir ja dennoch Einfluss darauf. Wir haben das an diesen Random-Experimenten gesehen, an diesen Zufallsgeneratoren gesehen. Dann die Gaußsche Allgemeinverteilung ist in allen Elite-Universitäten eine Dutzendmal gemacht worden, dieses Experiment. Wie verteilt sich das, wenn Leute sich auf eine gewisse Richtung konzentrieren? Und ja, sie haben Einfluss drauf. Dann ist ja die Frage, ja, wie sehr können wir darauf Einfluss nehmen? Und du hast gerade eigentlich einen interessanten Hinweis gesagt, dass eben der freie Wille selbst im Traum der Leute nicht zu manipulieren ist oder nur sehr, sehr bedingt. Ne? Es scheint also auch hier tatsächlich eine Barriere zu geben, die es verhindert, dass wir selbst das machen können. Obwohl es ja unser Traum ist. Ja? Ja, ich glaube, es gibt, diese Welt hat ganz klare Gesetzmäßigkeiten. Hm. Die Hermetik mit ihren 7 Gesetzen. Hm. Ja, Hauptgesetzen, wie das in Kybalion, sagen wir mal, modern zusammengefasst ist, da steckt ganz viel Tiefe drin. Ja. Ja, und dass diese Realität, wenn man jetzt die Analogie eines Computersimulationen mal herziehen möchte, weil das einfach sich anbietet, auch wenn es das jetzt nicht im klassischen Sinne ist, meiner Meinung nicht, dann gibt es da eine Grundprogrammierung, wonach hier alles geordnet ist. Und wenn man verstehen möchte, wie man als Mitschöpfer oder Co-Creator, also als Fraktal des Hauptschöpfers, als Tropfen des Ozeans, der wieder zur Quelle oder zum Ozean wieder werden möchte, zur Ganzheit, was er auf seinem Weg, welchen Gesetzmäßigkeiten er beachten muss, wenn er da seine Schöpferkraft möglichst gewinnbringend, aber auch harmonisch mit dem Gesamten einbringen möchte. Ja, und das ist ein weites Feld. Da geht es eben auch darum, dass man eben auch den freien Willen der anderen beachten muss, dass man auch eben nicht jemanden zwangsaufklären darf. Ja. Ja, weil das hat immer, das wissen wir, jeder, der seit
irgendwann aufgewacht ist und seine Liebsten doch mit gewissen Wahrheiten konfrontieren wollte. Ja. Der hat gelernt, dass da irgendwie immer, dass es da immer eine fiese Retourkutsche gibt. Ja. Und dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Und dass man eigentlich nach den Naturgesetzen oder nach diesen hermetischen Gesetzen tatsächlich auch, dass da eine Grundlage für gibt, dass man nicht einfach jemanden in seiner Ignoranz, sage ich jetzt mal, einfach so stören darf. Mhm. Ja? Weil jeder darf die Realität so leben und so lange eben auch in gewissen Weltbildern verharren, wie er das für sich für richtig erachtet. Mhm. Bis er vielleicht selber drauf kommt, okay, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr, harmoniert nicht mehr mit mir. Ja. Wobei es ja da auch dieses lustige Meme gibt, ne, dass natürlich in einer solchen Simulation, wo sich von mir aus Schöpfer treffen, Seelen treffen, um eine Erfahrung zu machen, damit das eben nicht leblos ist, dann braucht es eben halt auch diesen Computerbegriff der NPCs, ja, Non-Personal Character, kennen wir also aus Computerspielen, die einfach die Weltbevölkerung, damit sie nicht leer ausschaut. Und ich meine, ohne jetzt jemanden wirklich da hier, ich möchte ja niemanden, wir du auch nicht, ne? Wir wollen ja niemanden verurteilen oder in irgendeiner Art und Weise herabsetzen. Aber auch da können wir sagen, spätestens seit 2020 tritt diese Theorie deutlich wieder in den Vordergrund. Und es hat es ja schon immer gegeben, wie ich erinnere, die Vergleiche, ja. Wie wir gesagt haben, wie konnte das Thema vor 100 Jahren entstehen? Ja. Ja, wie konnte das vor 3 Jahren das so entstehen, vor 2 Jahren, ja, diese Welt so sein, wie wir sie ja alle durch die Bank weg beobachten konnten, wo man sich ja fragt, wo ist denn der Klarverstand eigentlich hin? Ja, aber es hat genau damit was zu tun. Es geht nicht darum, diese Menschen davon irgendwas zu überzeugen, sondern ihnen ihre Realität zu lassen. Geht nicht anders, ne? Ja, und das ist... Ich verstehe aber auch den Impuls, dass Menschen, die immer sagen, okay, wenn sich hier was ändern, ja, wirklich was ändern soll, dann muss ja die Masse, das muss das Kollektiv irgendwie umschwenken. Mhm. So, aber wie kann das Kollektiv umschwenken, wenn das Kollektiv in Dauerhypnose lebt oder ein Großteil einfach? So, und dann kommt man auf sich zurück und sagt, okay, ich muss jetzt hier agieren, ich muss jetzt zumindest meinen Beitrag leisten und die Menschen in meiner Umgebung irgendwie zwangsbeglücken mit Wahrheit. Ja, zumindest einer erweiterten Wahrheit, die letztendliche Wahrheit gibt es ja sowieso nie. Und das Konzept der NPCs muss man natürlich erwähnen, weil das ist breit diskutiert. Ja, es ist natürlich auch etwas, was gerne missbraucht wird. Ja. Da drückt sich auch gerne eben so eine Art spiritueller Rassismus aus, ja. Mhm. Aber dass es da so einen qualitativen Unterschied zwischen Menschen gibt, die letztendlich ihre Welt gar nicht hinterfragen oder auch gar nicht Autoritäten hinterfragen, da kann diese ganze NPC-Vorstellung durchaus hilfreich sein, dass man da akzeptiert. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, ob NPC oder nicht, ob das jetzt existiert oder nicht, es ist eigentlich im Grunde irrelevant. Ja, weil letztendlich kann man auch in so einem Computerspiel kann man zum Beispiel NPCs, die da rumlaufen, die kann man dann einfach erschießen oder verdorschen, ja, so wie bei GTA zum Beispiel so einem Spiel, ja, wo eben die Bevölkerung durch NPCs simuliert wird, ohne Konsequenzen. Aber in dieser Realität ist das nicht so. Genau. Also das hat immer Konsequenzen, weil selbst die NPCs in dem Sinne immer noch Teile des Schöpfers wären und jede Handlung nach den hermetischen Regeln natürlich immer auf mich zurückkommt. NPC oder nicht NPC. Mhm. So, aber es könnte uns zumindest im positiven Sinne könnte das NPC-Theorem uns helfen, da etwas lockerer zu sein. Genau. Weniger verbissen zu sein, die anderen verändern zu müssen. Weil die haben gar keine, die können gar nicht ändern. Das ist außerhalb ihrer Programmierung. Ja. In dem Moment sollten wir eigentlich mehr dahin zurückkommen, in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen, okay, nach Gandhis Vorbild, ja, es sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest. Da gibt es eben auch, das ist auch ein Thema, was ich da im Buch besprechen musste. Das ist das ganze Theorem von den verschiedenen Zeitlinien oder Paralleluniversen. Letztendlich beschreibt das im Grunde genommen dasselbe Phänomen. Das ist auch wieder etwas, was man natürlich unmöglich objektivieren oder beweisen kann, was man aber in seiner persönlichen Wahrnehmung und Erfahrung, dass,
das beste Modell ist, um sozusagen das Erfahrene irgendwie rational zu veranschaulichen. Also die Vorstellung, dass es da verschiedene Zeitlinien gibt und dass wir zwischen diesen Zeitlinien auch springen können. Mhm. Das wurde schon recht früh in der Quantenphysik diskutiert. Natürlich ähnlich, wie es eben auch heute bis heute ist, dass man das natürlich nie beweisen kann. Aber das ist auch nochmal ein Game Changer. Die Vorstellung, dass es verschiedene Zeitlinien gibt, dass wir alle parallel oder dass jeder von uns auf verschiedenen Zeitlinien existiert. Ich bin jetzt natürlich nur auf dieser Zeitlinie bewusst. Und da könnte auch wieder das Thema NPC mit reinspielen, mhm, dass wir sozusagen einen NPC-Vertreter von uns auf jeder Zeitlinie haben, der sozusagen das widerspiegelt, wer wir gerade auf unserer Zeitlinie sind. Es ist kompliziert oder es kann kompliziert sein, dieses multidimensionale Rational zu verstehen. Aber nehmen wir einfach quasi drei Linien, um das runter zu reduzieren, drei Zeitlinien. Sagen wir mal, wir beide sind jetzt auf Zeitlinie A. Ja? Okay. Möglicherweise bist du auf Zeitlinie B und ich spreche nur mit dem NPC-Spiegel von meiner Zeitlinie, ja, der sich genauso verhält, der genauso im Verständnis, genauso agiert wie der Originale auf der Zeitlinie B. Möglicherweise, aber gehen wir mal von aus, wir sind beide auf Zeitlinie A. Jetzt gibt es aber vielleicht irgendein Event, ein kollektives, kann aber auch ein individuelles sein. Ich glaube nicht, dass wir permanent Zeitlinien wechseln können, aber in Momenten, wo wir eine fundamentale Entscheidung treffen für uns, so nehme ich das zumindest wahr, da können wir abbiegen. Wie das genau passiert, ob wir dann am nächsten Morgen einfach auf einer anderen Zeitlinie aufwachen oder ob das wie so ein guter DJ-Übergang von einem Song in den nächsten passiert, das kann ich ja auch nicht sagen. Aber gehen wir auf, gehe auf eine andere Zeitlinie, dann werde ich auch wieder auf den Patrick treffen. Und wenn der Patrick Sonne, ich bleibe hier auf Zeitlinie A, dann bleibt er dort, aber ich, ja, und dann wird es auch weiterhin den Christian auf Zeitlinie A geben, obwohl ich jetzt schon auf Zeitlinie B bin. Und es kann sein, dass in Zeitlinie B die Dinge alle etwas anders laufen, auch kollektiv anders laufen. Vielleicht auch die Menschen alle ein bisschen anders drauf sind, weil das Kollektivkonstrukt etwas anderes, mhm, ist. Ja, und wenn wir uns das nur mal so vorstellen, dann kommen wir wieder auf den Spruch von Gandhi zurück, sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest. Ja, dann wandelst du dich und gehst auf eine Zeitlinie und die Menschen verändern sich nicht, sondern die sind die ganze Zeit schon so auf der Zeitlinie. Und das kollektive Entwicklung ist schon die ganze Zeit so auf der Zeitlinie. Die verändern sich wirklich nicht, aber für dich verändern die sich, weil du die Zeitlinie wechselt hast. Und das erklärt zum Beispiel so eine Phänomene wie den Mandela-Effekt, ja, den es in multipler Form gibt. Ja, Mandela ist einfach nur, gibt es einen guten Artikel auf meiner Seite, der ist nochmal alles erklärt, mayamagic.de. Wer von Mandela-Effekt noch nie was gehört hat. Und das erklärt auch ein Paradox oder eine Dichotomie aus der spirituellen Ebene. Weil man hört ja oft so dieses Schicksalsbegrifflichkeit, das Schicksal, dass wir uns treffen mussten und dass das alles so passiert. Ja, also dass das schon so ein Determinismus, dass unser Leben schon so eine Art Skript folgt. Mhm. Und manchmal haben wir einfach das Gefühl, dass manche Dinge einfach schon karmisch festgesetzt waren, dass das so passieren musste. Auf der anderen Seite haben wir gerade besprochen, gibt es diese Vorstellung, dass wir Schöpfer, Mitschöpfer sind, also Co-Creator und dementsprechend Herr über unser Schicksal sind, unser Schicksalsschmied, wie man so schön sagt. Jetzt beißen die beiden Dinge sich aber. Ja, das ist ja ein Paradox. Entweder ist es schon vorgeschrieben oder es ist, oder wir sind hier tatsächlich Schöpfer und können entscheiden, wie unsere Zukunft sich gestaltet. Ich denke schon, dass es beides sogar möglich ist, hängt vom Grad des Bewusstseins wieder ab, also welche Rolle ich sozusagen übernehme. Weil schau mal, überleg mal, wenn du sagst, also ich stimme dir übrigens zu, ich würde auch sagen, ist dieser Switch in eine andere Zeitqualität oder in eine andere Zeitdimension oder Zeitlinie ist nichts, was jetzt alle 10 Sekunden passiert oder mit jeder Entscheidung, jetzt nehme ich jetzt den Stift, ja oder nein, ja. Das glaube ich auch nicht, aber ich denke sehr wohl, wenn wir, wie du schon sagtest, annähernd fundamentaler Entscheidungen treffen und dann kriegst du es gar nicht mit. Die Außenwelt verändert sich einfach, weil wenn wir das Konzept des Multiversums verstehen und das in der Gänze verstehen wollen, dann bedeutet das ja in der Tat, alle Wahrscheinlichkeiten, jede, nicht nur die ich selber denken kann, sondern auch alle drumherum, sind bereits existent und laufen quasi als Hintergrundrauschen permanent ab. Die Frage ist halt nur durch unsere Entscheidung, also durch das Bewusstsein, kommt dann dieser
auch wenn der Begriff jetzt falsch ist eigentlich in der Definition, aber kommt dieser Quantensprung. Wir ändern, ähnlich wie das Elektron, können wir jetzt an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig sein. Und dann ändern wir unseren Zustand und tauchen sozusagen in einem anderen Quantenuniversum oder Multiversum wieder auf, wo eben nahezu alles gleich ist, nur da ist dieser Stift vielleicht rot oder meine Farben im Hintergrund sind vertauscht. Ja, wir beide haben vielleicht noch ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf, was auch immer. Ja, es ist aber trotzdem, der Rest ist gleich. Na, und das ist genau das. Wenn wir das aber verstehen, es gibt ja Techniken und das, ich finde schon, dass das gut sogar beschrieben worden ist, schon in vielen auch Mysterienschulen, dass ja Wahrscheinlichkeiten sich verändern zu unseren Gunsten. Dass da treten dann plötzlich Synchronizitäten auf, wo wir einen zweifelsfreien Hinweis bekommen, okay, ich habe letzte Woche, nehmen wir mal an das und das gedacht, diese Woche tritt es plötzlich ein. Oder ich habe einen Traum gehabt, der eine Andeutung gibt. Ich konnte nichts anfangen damit den nächsten Tag, aber ein paar Tage später wird mir durch die Umwelt an sich gezeigt, was metaphorisch damit gemeint war vielleicht. Ja? Also es gibt, uns werden ja Hinweise gegeben. Für diejenigen, die natürlich sehen, hören und begreifen wollen. Ist klar, ist nicht für jeden was gedacht. Insofern glaube ich schon, dass wir genau das auch können. Bewusst auch hier Entscheidungen treffen. Das ist ja auch etwas, wo wir sagen, wir ziehen etwas in unsere Zukunft oder in unser Hier und Jetzt, was ja nichts anderes ist, dass wir uns qualitätstechnisch gesehen, quantenphysikalisch einfach für einen anderen Zustand entscheiden, der natürlich dann aufgrund des Codes definitiv natürlich auch unsere bewusst wahrgenommene Realität verändern muss. Muss, nicht kann, nicht wünschen, sondern muss. Immerhin zu dem Zustand, den wir ja gerade sind. Was heißt, vielleicht erleben wir alle eine Realität. Es ist ja bekannt, dass jeder von uns dieselbe Farbe anders wahrnimmt, denselben Song anders wahrnimmt. Wir sehen uns jetzt zwar, aber unsere Zuschauer sehen uns anders. Ich nehme mich anders im Spiegel wahr als du. All das ist ja schon bekannt. Was ja eigentlich den Hinweis darauf gibt, leben wir vielleicht alle permanent nur in unserer eigenen Bubble. Ich sag mal, ne, Thema Mond, ist er da, wenn ich hingucke oder nicht? Also wenn ich nicht hingucke in dem Fall. Ne? Ist ja genau das Gleiche. Es ist genau dieses Theorem, was sagt, du erschaffst eigentlich nur deine Bubble, jeder für sich. Und wir haben vereinbart, dass wir gewisse Dinge gleich wahrnehmen. Also sprich, zum Beispiel Farben oder eben Realität aufgrund des... Himmel ist blau. Der Himmel ist eben blau, genau. Wenn er denn mal blau ist, ja, genau. Ja, genau. Also es ist eigentlich sehr, sehr philosophisches Konzept. Ne? Merkt man schon, wenn man darüber redet, dass es schwierig ist, schon gar die richtigen Worte für die Beschreibung zu finden, weil ja alleine unser Verstand schon derartige Begrenzungen hat und unser Wortschatz noch viel mehr, dass schon schwierig ist, es überhaupt in irgendeiner Art und Weise formulieren zu können. Deswegen ist das Buch, also nochmal zurückzukommen, ja, das Buch geht erstmal von objektivierbaren Sachen aus. Was gibt's da? Was sagt die Wissenschaft, die versucht, das auch zu objektivieren, ja, mit Daten, mit Experimenten, die man wiederholen kann, etc. So, und dann gehen wir in die individuellen Erfahrungen rein. Ja, das ist, glaube ich, auch kein, das muss man auch nicht beweisen, dass es Synchronizitäten gibt, dass man selber noch keine erlebt hat. Es gibt's einfach so. Und manche Synchronizitäten, ja, sind die fühlen sich an, als wenn das gesamte Universum hinter seinem Rücken oder hinter dem Rücken konspiriert hätte, um das so in die Wege zu leiten. Ja, nicht greifbar und, mit dem Verstand. Ja, so. Und dann wird es natürlich zwangsläufig auch in dem Buch schwammiger. Ja, in dem Moment, wo es um persönliche Erfahrungen, Ausdeutungen und so weiter geht. Und da gebe ich auch nicht vor, dass so ist es, sondern gebe so die populärsten, mir bekannten Ausdeutungen, ja, die für mich Sinn ergeben. Und da darf sich jeder selber auch auf die Reise begeben und das für sich selber herausfinden, das Mysterium. Aber ich will da so ein bisschen katalytische Elemente mit drin einbauen. Gebe eben auch preis, was mich überzeugt hat, in die eine oder andere Richtung zu denken, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Was sind meine persönlichen Erfahrungen? Könnte auch eine Geschichte sein für einen anderen. Ja. So, und das Thema spätestens bei den parallelen Zeitlinien, da wird es natürlich ganz individuell. Und wie gesagt, aber unterm Strich ergibt es Sinn für mich. Ja. Ja, diese parallelen Zeitlinien, da wo ich gesagt habe, okay, diese Paradoxie zwischen alles ist irgendwie
determiniert in Form von Schicksal und auf der anderen Seite können wir irgendwie als Co-Kreatoren oder Co-Schöpfer hier viel mehr eingreifen und unsere Realität bestimmen, was auch alle Weisheitslehren erzählen. Also was stimmt nun? Parallele Zeitlinien erklärt es. Wir können an bestimmten Punkten unsere Realität quantensprungmäßig ändern, wie du es sagst, auch wenn das nicht der richtige Begriff ist. Auf der anderen Seite bewegen wir uns auf einer Zeitlinie. Und auf der Zeitlinie gibt es wieder so eine Art kollektives, zumindest kollektive Schicksalsplan. Auch vielleicht auch für mich selber. Da sind wir, und so existiert beides. Der freie Wille, sich fundamental zu ändern, aber gleichzeitig auch ein Schicksal. Ja. Und so kann man diese Paradoxien, die in unserem Leben existieren, auch Paradoxien in der Wissenschaft, eben weil Teilchen-Dualität oder Dualismus, auch die lassen sich erklären. Oder ist die Erde flach oder rund? Das ist ewige Diskussion in alternativen Medien. Sie ist weder das eine noch das andere, weil es ist ein Konstrukt. Und je nachdem, mit welcher Bewusstseinseinstellung du auf eine Sache guckst, wird auch deine individuelle Realität entweder flach gerendert oder rund. Ja, ja so. Ganz oder genau. Geschichtliche Anomalien. Was ist denn jetzt hier mit Tartaria? Hat das existiert und wann und wo und wie genau? Ja, oder ist doch das Theorem von dem anderen Historiker richtig? Nein, auch Geschichte ist ein Konstrukt. Und offensichtlich wird in diesem Konstrukt entweder je nach Zeitlinie ist das Geschichte eine andere oder in dieses Konstrukt wird auch immer wieder rein manipuliert, wie uns der Mandela-Effekt ganz klar zeigt, dass das nichts determiniert Festes ist. Ja. So, also mit diesem Verständnis, dass unsere Realität so eine Art virtuelles Konstrukt ist, lassen sich so viele Streitpunkte und Paradoxien, die so in dieser Welt existieren, die lassen sich mit einmal aufheben. Und das bringt es auf uns zurück, statt jemand anderen zu überzeugen, hey, das ist die Wahrheit. Nein, es gibt verschiedene Wahrheiten, virtuelle Wahrheiten. Ja, es gibt wahrscheinlich nur eine Wahrheit, die wir erst erkennen werden, wenn wir aus der Höhle raus sind, im besten Fall. Ja. Aber solange wir in der Höhle drinne sind, auch die Höhle besteht ja auch nicht nur aus, also die Matrix besteht ja nicht nur aus diesen vier Dimensionen Raumzeit, sondern auch diese Transdimension oder diese Astralwelten, Superkausalwelten, die sind auch nach vedischer Tradition, sind alles Teil der Maya, sind alles illusorische Welten, die alle miteinander verschachtelt sind, wo es Wechselwirkungen gibt. Und es ist ein super spannendes Thema und ich habe versucht, sozusagen aus meinem Werdegang über das Buch hinweg die Leute da an die wichtigsten Puzzlestücken heranzuführen, die für mich so ein inneres, sehr komplexes Bild geformt haben. Aber wie weiter jeder Einzelne mitgeht und was er sich da für sich rauszieht. Ja, aber wenn ich es schaffe, da das von den vielen Sachen, die ich da vorstelle, dass dann nur ein paar Puzzleteile mit rausgenommen werden und derjenige sich das in sein Bild mit überführen kann und dadurch vielleicht mehr Freiheitsgrade oder mehr Erkenntnis, mehr Einsicht, mehr Bewusstsein erfährt, dann hat das Buch, glaube ich, einen guten Job gemacht. Ja? Und es ist ja auch nichts Neues, was ich erzähle. Wie gesagt, es ist alles schon da. Es gab viele andere, die versucht haben, über die eine wissenschaftliche Schiene oder über die religiös-spirituelle Weisheitslehrenkiste eben auch ähnliche Einsichten zu vermitteln. Aber dir ist es halt sehr gut gelungen, eben nicht nur mehrere dieser Konzepte mal zusammenzubringen, sondern eben es halt auch in einem wirklich runden Bild zu machen und gerade für Skeptiker eben halt auch noch greifbar zu machen. Natürlich, da kommen wir jetzt auch dazu, wird es dann, wie du schon sagtest, am Ende des Buches, ja, fantastisch. Also je nachdem, wie du es betrachten möchtest, für den anderen ist es sicherlich ein totaler Horror, was da drin steht. Für den anderen ist es etwas, wo er sagt, ja, stimmt, jetzt wird's rund. Ich für meinen Teil beschäftige mich mit diesen Themen ja auch schon sehr, sehr lange. Und mich interessiert an dieser ganzen, an diesem Theorem nur ein Faktor. Und das ist, welchen Grad der Selbstbestimmung kann ich denn wirklich erreichen dadurch? Also wie viel Einfluss kann ich wirklich nehmen? Nicht nur mit der Tätigkeit, die ich vielleicht tue, sondern eben halt auch mit dem Grad des Bewusstseins. Mit dem Grad der Hingabe. Ja, ich glaube, die meisten verstehen, was ich damit meine. Weil es ja dann bedeutet, okay, wenn das so ist, dann ist das ja die Definition des freien Willens. Du kannst tun und lassen, was du willst. Es ist deine Realität. Das bedeutet aber auch, du bist einzig und alleine dafür verantwortlich, wie es in dieser Realität ausschaut.
was dich natürlich zu einem immer höheren Grad der Entwicklung hin zur Selbstbestimmung führen wird. Und es gibt ja, wie du schon sagtest, keinerlei Kritik für Leute, die den Marathon, der es vielleicht ist, erst gerade angefangen haben oder einer, der drei Meter vorm Ziel ist. Ja, das spielt gar keine Rolle, weil der Weg der gleiche ist. Wir können uns natürlich dann unterschiedlicherweise helfen. Das ist natürlich hervorragend, weil wir können sagen, pass mal auf, bieg da mal nicht ab, weil bin ich schon reingelaufen in die Sackgasse, hat nichts gebracht. Ne? Du kannst es trotzdem tun, wenn du möchtest, machst deine eigenen Erfahrungen, aber du könntest partizipieren davon, dass es schon 10 andere Fotos gemacht haben mit einem ähnlichen Ergebnis. Es ist der Grad der Selbstbestimmung, den wir dadurch erkennen können. Und eine gewisse Notwendigkeit für die Dinge, die wir eben in dieser Welt erleben. Da kommen wir jetzt auch, das ist eine perfekte Überleitung eben zu diesem Thema Dunkelkräfte, helle Kräfte, Verschwörungen, Nicht-Verschwörungen, ja, elitäre Kreise. Schlussendlich kann man ja postulieren, kann ich damit sagen, viele Jahrhunderte ist das Wissen, was wir heute so ganz easy bei YouTube hier raushauen, war nur bestimmten Kreisen vergönnt. Punkt. Ja, das ging mit der Priesterkaste los vor, von mir aus, ein paar tausend Jahren, die vielleicht lange den Himmel beobachtet haben und gewisse Sternkonstellationen berechnen konnten und dann dem gemeinen Volk sagen könnten, oh, schaut mal, wir sind totale wissende Magier, weil wir können euch sagen, wann da zum Beispiel eine Sonnenfinsternis ist oder was auch immer. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das heißt ja nichts anderes, dass alles schlussendlich seinen Sinn in dieser Welt hat. Wenn wir das Theorem als solches verstehen, dass es all das, was wir erleben, was wir wahrnehmen können, einer Notwendigkeit unterliegt, um uns entweder zu trainieren, um uns hinzuweisen oder eben auf dem Grad der Selbstbestimmung auch immer die nötigen Rückenwind und manchmal sicherlich auch den Klaps auf dem Hinterkopf gibt. Ne? So. Ja, das ist, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Ja, also das ist, du hast ja auch angefangen zum Thema die eigene Macht zu erkennen. Genau. Ja, und es ist auch in den alternativen Medien ist es leider auch sehr weit verbreitet. Natürlich, was geht am meisten, wenn man sich über das System oder andere im äußerst stehenden Systeme, Individuen aufregt? Die sind schuld, das World Economic Forum, Frau Merkel, die grüne Regierung. Mhm. Und auf der Bühne sind sie es ja auch. Ich verstehe das ja vollkommen. Ja, aber aus diesem höherdimensionalen oder aus der Metaperspektive fängt immer alles mit mir an. Ja, also ich kann die Welt verändern. Aus meinem, wie ich mich verhalte oder wie ich denke, ja, also geistige Prozesse eben in meine Realität hineingreifen. Und in dem Moment, wo ich mich immer als Opfer erkläre, Opfer von Politikern und so weiter, in dem Moment, wo ich sogar noch meine Stimme in eine Urne schmeiße und Vertreter für mich wähle, da gebe ich meine Verantwortung ab, da gebe ich auch meine Macht damit ab. Ja? Und das sind so alles so liebgewonnene Rituale oder Glaubensmuster, in denen wir drin stecken. Und was ich denn sage, klingt dann für den einen oder anderen schon fast ketzerisch. Ja? Genauso ketzerisch ist es eben auch so, diese non-dualistische Betrachtungsweise in dieser Realität, da ja alles aus einer Quelle kommt, alles ein Teil von mir ist. Und das inkludiert eben auch Klaus Schwab und Frau Baerbock. Ja? Auch die sind ein Teil von mir. Die sind die Illusion der Trennung ist nur eine Illusion. So, und aber man muss natürlich, solange man auf der Bühne steht, muss man natürlich klar sagen, hier gibt es irgendwelche Gegenkräfte. Ja, hier gibt es irgendwie Leute, die Systeme und einzelne Individuen, die ich identifizieren kann, die mir und kollektiv hier eben riesige Hürden in den Weg stellen. Ob die jetzt mit einem weiteren Lockdown oder mit neuen Sanktionen um die Ecke kommen, wie auch immer. So, und wie gehe ich jetzt damit um? Aus einer non-dualistischen, also ja, aus einer neutralen Betrachtungsweise muss man natürlich sagen, dass wir in einer dualistischen Welt leben, ja, ohne kaltes Wasser, nicht die Erfahrung von warmem Wasser grundsätzlich. Aber es ist auch so, dass wenn wir wieder auf das Theorem oder auf diese vereinfachte Analogie zurückkommen, dass wir in so einer Art Computerspiel oder Computersimulation drin sind, denn keine Computersimulation wird lange Spaß machen, wenn wir da eher den Cheatcode kennen, das heißt
limitierte Macht auf einmal hätten. Ja, das Spiel macht in einem Tag Spaß und dann hört man auf zu spielen. Habe ich schon 100-mal erlebt als alter Computerspielefreund. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, wer würde denn ein Computerspiel spielen, in dem schon alles perfekt ist? Wo nichts mehr zu machen ist, sondern wo es einfach nur darum geht, relaxed am Strand zu liegen. Da würde auch keiner spielen, jedenfalls nicht lange. Wenn es darum geht, dass dieses Spiel einen evolutionären Charakter hat, das heißt, wenn es da um Weiterentwicklung geht, in irgendeiner Form, braucht es auch immer einen Antagonisten, Gegenspieler. Wir wollen ja auch nicht in einen Bond-Film gehen, wo es keinen Bond-Bösewicht gibt oder ja, keinen Antagonisten, der unserem Helden entgegensteht. Und wir haben ja eine Affinität für diese Heldengeschichten. Ja? Nach Campbell, der sich auch nur bei C.G. Jung orientiert hat. Ja. Ja? Diese universelle Heldengeschichte, wir lieben sie. Desto klarer wir an dieser Heldengeschichte dran sind, desto mehr lieben wir die Filme. Das klassische Beispiel, was wirklich hundertprozentig nach Blaupause funktioniert, ist Krieg der Sterne, die alten. Mhm. Ja? Habe ich auch im Buch erwähnt. Und warum haben wir eine Affinität? Weil wir letztendlich auch in so einer Art Film drin sind. Wo es Antagonisten, wo es Herausforderungen und der Held, der geht immer, hat immer Antagonisten, der macht auch immer diverse, sehr herausfordernde Odysseen durch. Ja, und das letztendlich ist auch das, was wir zwar gerne im Film sehen, aber nicht gerne im realen Leben haben. Wenn wir aber sehen, dass wir hier als Seele auch eigentlich uns zu einem Helden entwickeln wollen, sprich einer normalen Persönlichkeit, die über sich hinaus wächst, vielleicht sogar für höhere Prinzipien oder das Wohl der anderen sich aufopfert oder für ein höheres Prinzip arbeitet oder sich einsetzt, dann braucht es auch immer die Herausforderung. Und diese Welt ist voll mit Herausforderungen. Mhm. Je nachdem, wo man hingucken möchte. Der eine sieht halt seine Herausforderungen im CO2-Ausstoß der Großindustrie, ja, und klebt sich da an die Straße, ja. Und der andere sieht halt die Herausforderung in clandestinen Mächten, die vom Hintergrund aus die Politik manipulieren, die Politik Marionetten und hier eine schöne neue Weltordnung installieren wollen. Oder, ja, so, ich versuche jetzt das ein paar Worte zu umgehen, die vielleicht der Algorithmus aufgreifen könnte. Und das ist okay. Wir müssen verstehen vielleicht auch, dass die Antagonisten so eine Art Katalysatoren sind, ohne die wir nicht wachsen können. So wie wenn ich jetzt Kung-Fu lernen möchte, ohne so einen Kung-Fu-Meister, der mir ordentlich in den Arsch tritt, würde ich nicht besser werden. Ja, also es braucht diesen Katalysator, der eben auch mich prüft, ob ich auch gewisse Lektionen verinnerlicht habe. Und hier stirbt auch niemand wirklich. Ja, wir wechseln unseren Avatar, ja. Aber als Bewusstsein sind wir unendlich, wir kommen immer wieder und wir bleiben auf dieser Ebene der Evolution, was manche eben auch die dritte Dichte bezeichnen, so lange, bis wir eben diese Lektion dieser Dichte verinnerlicht haben. Und jetzt sind wir am Ende meines Erachtens am Ende eines solchen großen Ausbildungszyklus und da werden wir natürlich nochmal getestet. Alle groß Weisheitslernen von Hopis bis Maya, die wussten, dass am Ende eines Zyklus die Polarisierung, ja, also die Zerrüttung und Fragmentierung der verschiedenen Weltsichten, dass das immer größer wird und dass Menschen sich am liebsten dieser Massenbewegung oder jener Massenbewegung anschließen, die alle mit Kopf gegeneinander rennen. Und ich glaube, dass wir hier getestet werden, ob wir da unsere eigene Mitte halten. Ja, und ob wir in der Lage sind, auch trotzdem die Einheit in allem zu erkennen. Dass eben auch Frau Baerbock Teil nicht nur der Menschheitsfamilie ist, wie das manch einer sagen würde, sondern tatsächlich ein Teil von mir ist, weil ich Teil der Singularität bin. So, und ob ich versuche, gegen die anderen zu kämpfen oder einfach nur meine Mitte und meine Souveränität zu bewahren. Ja, das ist ein schmaler Grat und das ist, ich möchte nicht behaupten, dass ich das für mich hundertprozentig durchblickt habe und deswegen reif bin jede Ausnahmesituation oder Prüfung, die sich in naher Zukunft noch zeigen wird. Und ich denke, da kommt noch einiges, dass ich das alles perfekt meistern werde. Aber grundsätzlich erstmal so die Erkenntnis, dass auch die Herausforderung als Werkzeug zu betrachten, die nächstbessere Version von mir selber zu sein. Mhm. Statt die einfach nur mich in die Opferrolle zu stellen und die anderen, die da machen von außen,
die sind da, keine Frage, da müssen wir nicht diskutieren. Die sind und die machen ganz fürchterliche Dinge, da können wir in die fiesesten Abgründe gehen, das ist alles da. Das gehorcht aber auch alles, was hier auf der Bühne passiert, gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, wie man im Hermetischen sagen würde. Im Vedischen würde man sagen Karma. Mhm. Alles wird sich ausgleichen, Opfer, Täter, ja, das wird sich ausgleichen. Das muss nicht ich hier antreten, um Gerechtigkeit zu schaffen, indem ich hier irgendwen aufknüpfe oder mit einem Knüppel in irgendeine Fraktion reinlaufe. Ja, also, aber da kommen wir ja hin, da das System provoziert, ja, das Kollektiv, das sehen wir in England und überall und wer weiß, was in Deutschland alles passieren kann, wenn da noch mehr Messer geschwungen werden und das von außen noch angestachelt wird, wenn noch andere Faktoren wie Wirtschaft und so weiter dazukommen, wo wir alle wissen, dass diese Szenarien sind potenziell, da werden wir noch getestet. Mhm. So. Oh, bleiben wir da in unserer Mitte, bleiben wir da in unserer Liebe. Und am Ende eines Zyklus ist meines Erachtens, das ist etwas, was vielleicht uns alle auch anspornen sollte, ist die Möglichkeit, in dem Spiel ein Level aufzusteigen. Einen Schritt näher zurück an die Singularität ranzukommen. So mal ganz reduktionistisch das, was sich vielleicht am Ende fantastisch anhört. Ja, nicht unbedingt die besten Hopium-Aussichten gibt, die sich recht gut verkaufen, weil ich eben davon ausgehe, dass wir noch getestet werden, dass das Teil des Spiels ist, egal auf welcher Zeitlinie wir sind. Das ja, gibt es ja auch so Vorstellungen von diesem Looking Glass, mhm. dass eben alle diese parallelen Zeitlinien letztendlich auf einen Punkt oder auf eine Zeitlinie oder auf einen speziellen transformativen Prozess sich runterbrechen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich fühlt sich für mich korrekt an in dem Sinne. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere Singularitäten gibt, die sich quasi in ihrem Beginn aufspalten in alle Zeitlinien, die es gibt, nur um am Ende wieder gebrochen zu werden auf die nächste Singularität, wo sie zusammenlaufen, wo vielleicht evolutionär das nächste große Ding passiert, Aufstieg, egal wie du das nennen möchtest. Und dann geht das Spiel von vorne los. Wieder haben wir als Individuum die Möglichkeit, alles von allem auszuwählen, um am Ende wieder in dem nächsten Punkt uns zusammenzunähern und da sozusagen ja wieder den nächsten evolutionären Sprung zu machen. Übrigens kann man auch aus Liebe heraus die Dunkelkräfte an den Platz wieder zurückfrachten, wo sie hingehören. Man kann ja durchaus auch sagen, okay, also, ich bin jetzt nicht so der große Freund von, ich halte auch die andere Wange hin, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja, ich gehöre zu den Charakteren, die sagen, ich schaffe das aus meiner Welt, was mir nicht passt. Und zwar mit allen Mitteln. Vor allen Dingen, wenn es eben dem höheren Ziel dient. Aber jetzt nicht in der permanenten oder abstrakten Vernichtung dessen, sondern ich bin mir dessen bewusst, dass das die zerstörerischen Kräfte eine absolute Notwendigkeit haben in jeglicher Simulation. Genau wie die aufbauenden Kräfte, weil auch alle Konzepte von Karma oder sonst irgendwas sagen dir ja, es braucht den Ausgleich. Bedeutet, wenn ich aber erkenne, dass ein System pervertiert ist, ein System übertrieben in die Macht gekommen ist, dann sage ich als Mitschöpfer, okay, dann habe ich auch die Macht und die vermutlich aus meiner Sicht zumindest die Verpflichtung, ich bringe dieses System wieder in das Gleichgewicht und bringe das dorthin, wo es hingehört. Und zwar mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich rufe hier nicht zum Kampf oder sonst irgendwas auf, aber ich glaube, der ein oder andere begreift, was ich damit meine. Das ist eben nicht im Sinne dessen, ich meditiere die weg. Ja? Mhm. Denn so funktioniert es vermutlich nicht. Also ja, der Test kann für jeden unterschiedlich auslaufen. Und wir haben jetzt mit Absicht, sind nicht zu tief in dieses Thema rein, weil da möchte ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das ist wirklich eine Qualität im Buch. Die sollte mal jeder lesen, weil es öffnet einem die Augen und zeigt ihm die größere Sichtweise auf Dunkel und Böse oder auf Gut und Schlecht oder Liebe und Nichtliebe, egal wie wir das nennen. Ja. Am Ende zeigst du aber auch, dass selbst die dunkelsten Kräfte aus einer berechtigten Liebe heraus handeln könnten. Paradox. Genau, ja. Es klingt paradox, aber hey, Freunde, mehr im Buch. Na, ihr müsst es lesen, wirklich, das ist eine dicke Empfehlung. Aber ich glaube, dass dem einen oder anderen aufgegangen ist, was wir damit sagen wollen, dass schlussendlich alles seine Bestimmung hat.
und vermutlich nichts aus einer Dummheit heraus erschaffen worden ist und nichts da am Ende wirklich da ist, um uns zu verletzen, zu töten oder sonstiges, sondern eben halt um einen gewissen evolutionären Prozess anzuschieben. Ja? Was auf gar keinen Fall, und das möchte ich hier nochmal klar und deutlich sagen, und ich bin mir ganz sicher, dir geht es genauso, eben halt nicht im geringsten legitimiert, ja, was hier teilweise ganz tief im Kaninchenbau gemacht wird mit Menschen, Kindern und so weiter. Ne? Das ist aufs Schärfste und aufs Tiefste nicht nur zu verurteilen, sondern abzuschaffen. Ja. Und, ja. Aber Freunde, ja, das ist auch unsere Aufgabe. Ja. Die Aussagen, die ich hier getroffen habe, die wir beide getroffen haben, die kann man auch ganz schnell in den falschen Hals bekommen. Bestimmt, ja. Deswegen braucht es vielleicht auch so ein dickes Buch, um überhaupt so ansatzweise in diese Richtung zu gehen. Und nein, du hast völlig recht. Es geht ja nicht darum, die andere Wange hinzuhalten. Ich glaube nicht, dass der Kung-Fu-Meister, der uns Kung-Fu beibringen möchte, sozusagen, dass der möchte, dass wir uns da verprügeln lassen. Nein, der möchte ganz klar, aber der möchte eine neutrale Gegenwehr. Er möchte nicht, dass wir emotional ausrasten, wie mit rotierenden Fäusten da auf ihn zurennen. So, ich glaube, das will er schon ganz klar sehen, dass wir kontrolliert machen, was wir hier machen. Ja, und aber auch souverän bleiben und unseren Stand Our Ground, wie man im Englischen sagt, unsere Souveränität wahren. So, ja. Und was die negativen Kräfte gibt, die sind natürlich, das ist eine Hierarchie, wie das so auf dem Dollarzeichen-Symbol. Da gibt es ganz oben, ja, die eine Macht, die letztendlich in alle Hierarchien nach unten durchwirkt. Wo nicht jede Hierarchie, natürlich über die unterschiedlichen Hierarchien, nur eine reduktionistische Vorstellung haben, warum sie das machen, was sie machen. Ja, und die unterste Fraktion, das sind einfach die ja schon irgendwo ihre Seele verkauft haben in dem Sinne oder sich zum Werkzeug gemacht haben. Und die werden natürlich auch ihre Konsequenzen ihrer Handlungen haben. Ja. Aber man kann auch nie hundertprozentig in die Köpfe der einzelnen Protagonisten reingucken. Aus was bewegt sie wirklich? Warum handeln sie so, wie sie handeln? Nach welchem Narrativ? Welchem geheimen Narrativ vielleicht auch? Ja, und das bis ich das nicht wirklich hundertprozentig weiß, ist auch mal schwierig mit der letzten Verurteilung. Ja. Grundsätzlich, ja, dieses Verurteilen ist dann eine ganz schwierige Sache. Weil man auch nicht weiß, wie diese Marionetten, die unteren ausführenden Marionetten, die vom System permanent ausgetauscht werden können und missbraucht werden, letztendlich auch auf irgendeine Art und Weise, wie die manipuliert werden. Und wenn man vielleicht die Wahrheit hinter dem einen oder anderen Marionette kennen würde, die man hier als die Inkarnation des Bösen vielleicht erkennt für sich, ja, dann würde man vielleicht eher dazu sogar neigen, da Mitleid zu haben. Und Mitleid ist auch nicht das, was man ja... Genau, ja. So, und aber grundsätzlich ist es so, das heißt nicht alles wegmeditieren oder wegschauen. Nein, wenn mich in meinem Leben ganz konkret Ungerechtigkeit begegnet, dann stehe ich nach meinem besten Wissen und Gewissen, wie ich die Wahrheit für mich gerade erkenne, dann soll ich dafür auch auf meine Hinterbeine stellen. Ja. Das ist auch der Weg, den ich ja selber persönlich verfolge und mit mir viele andere Menschen auch, dass ich sage, ja, diese dunklen Pläne gibt es seit Jahrtausenden. Okay, dann hab genügend eigene Pläne, dass dich die Pläne anderer Leute nicht mehr interessieren müssen, dass du so viel zu tun hast in deiner Bubble, eben zum Beispiel als Ziel, die beste Version deiner selbst zu sein, von mir aus in der besten und schönsten Dimension aufzuwachen, die du dir vorstellen kannst. Und. Ja, auch das Thema zum Wohle aller, nicht nur für dich, sondern eben zum Wohle aller. Und ich denke schon, was heißt, ich denke es nicht, ich weiß es ja sogar, ich bin davon felsenfest überzeugt, weil ich erlebe es ja täglich in meinem Leben. Wenn wir uns diesem Thema nähren und sagen, ja, in die Selbstverantwortung gehen, in die Selbstbestimmung gehen, natürlich ist das nicht leicht, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen besser, dann haben wir eben keine sehr starken, großen Resonanzpunkte auf das, was da draußen ist. Und je mehr wir werden, die genau diese Eigenresonanzen schaffen zu ihrem eigenen Avatar und zu ihrem eigenen Leben und die sich dann miteinander verknüpfen und sagen, jetzt bauen wir vielleicht noch sogar eine eigene Community auf oder was auch immer, ja, dass das im buchstäblichen Sinne ja dieses Konzept auch von Gandhi ist, zu sagen, das verändert sogar kollektiv die gesamte Welt. Ja, wir werden es nie erfahren, wenn wir es nicht tun. Das ist das, was, wo ich sage, jedes Konzept,
sei es nun aus dem Mainstream oder aus der alternativen, spirituellen, esoterischen Szene, was dich zum Couch Potato macht, was dich in die Ineffizienz führt, was dich ins Nichthandeln führt, das gilt es abzulegen. Denn es ist die Handlung, die buchstäblich die Realität von morgen erzeugt. Ja, unser Gefühl, unser emotionaler Zustand und eben halt unser Handeln daraus ist das, was das Morgen macht. Egal auf welcher Zeitlinie, das scheint überall gleich zu funktionieren. Egal in welche Ebene wir da gucken. Und deswegen eben genau auch immer wieder der Hinweis, auch in vielen Sendungen, ja, zu sagen, okay, mach eigene Pläne und fang klein an. Du musst nicht morgen die Welt verändern oder deine eigene Realität so verändern, dass sie komplett auf 180 Grad gestülpt ist. Das wird eh nicht gelingen. Aber in einer Woche, in einem halben Jahr, in 2 Jahren, da ist so viel möglich, dass du, wenn du das am Ende wirklich vergleichst, buchstäblich das Gefühl hast, du bist vollkommen in einem anderen Leben aufgewacht. Und im Maßstab der Existenz und im Maßstab unserer eigenen Zeit, die wir ja haben, sind ja 10 Jahre gar nichts. Selbst das Leben mit 90 oder 100 Jahren ist ja im Maßstab der Gesamtexistenz nichts. Ein Wimpernschlag, ein Flügelschlag des Schmetterlings. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist letzten Endes nur unsere Wahrnehmung. Wie nehmen wir das eigentlich jeden Tag wahr? Wenn wir jeden Tag natürlich im Hass sind, im gegen etwas, ja, dann werden wir freilich auch das in unserem Leben massiv zu spüren bekommen. Wenn uns gewahr ist, dass es Gegenkräfte gibt, aber dass wir sie ausspielen können, genauso wie sie es mit uns machen. Die Mechanismen sind halt die gleichen. Ja? Die Mechanismen, die können ja keine anderen Spielregeln benutzen als die, die wir auch haben. Und ich denke, da ist die Befreiung, das, was auch, wenn man mit dem Wort, ne, Matrix, was Neo ja letzten Endes auch gelingt, dass er nicht nur in der Simulation plötzlich Kugeln aufhält, sondern auch in der Tagesrealität oder in dem, was er für real hält, ihm das plötzlich auch gelingt. Und das ist ja eigentlich das Angebot der Schöpfung, zu sagen, schau, was möglich wäre. Und wenn wir es metaphorisch mal so zusammenfassen, dann ist ja buchstäblich alles möglich. Es gibt keinerlei Limit. Das einzige Limit und die einzigen Schranken, die permanent da sind, sind ja hier oben, nirgendwo anders. Ne? Ja, bin ich voll bei dir. Beim Thema Matrix, auch in der echten Realität, in der sogenannten Zion-Realität, ja. Mhm. Wenn man den Film und die ersten 3 Teile sich nochmal aus einer anderen Perspektive anguckt, das kann ich auch nur jedem raten, dann hat Neo niemals die Matrix verlassen, weil die andere Realität, die sogenannte Wach- oder aus dem Pott heraus Realität, auch nur ein Teil der Matrix ist. Ganz genau. Ja, so. Ja. Aber das würde zu weit führen, aber grundsätzlich das Thema, der große Kampf ist nicht zwischen im Nahen Osten oder zwischen Ost und West, zwischen NATO und Russland und China oder innerhalb in einer Wahlurne zwischen AfD und doch wieder die Grünen. Nein. Verzeihung. Also habe ich mich verstanden. Ich wähle seit 20 Jahren die Grünen, deswegen ich bin noch dieses Jahr wieder. dann hast du mein Mitgefühl. Sehr gut, danke. Nein, ich bin umweltbewusster Typ, schon. Aber ich würde trotzdem, ja, also wie gesagt, es ist nicht an der Wahlurne. Ich würde auch jedem raten, da seine Stimme nicht in die Urne zu schmeißen, ja, weil die ist dann tot. Ich wollte es vorhin sagen, wer Vertreter wählt, der braucht sich nicht wundern, wenn er den Stiefel zu spüren bekommt. Ja, es ist spirituell so perfide gemacht. Mhm. Wenn ich dir jetzt die Wahl gebe, was präferierst du? Arschtritt oder Backpfeife? Mhm. Sagst, oh Gott, eins von beiden muss ich wählen, dann nehme ich Backpfeife. Mhm. In dem Moment legitimierst du mich, dass ich dir die Backpfeife gebe und nicht mal karmische Konsequenz davon habe, weil du hast um die Backpfeife gebeten. Ja. Du hast darum gebeten, dass du, ja, der Fehler ist zu sagen, nein, ich lehne beide Formen der Folter oder Übergrifflichkeit ab. Ja. Okay.
So. Wähle dich aber selber als eben halt als die Instanz in deinem Leben, die in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, und erlebe die positiven Effekte, wenn du diese Wahl getroffen hast. Denn in der Tat ist es so, in dem Moment, wo du das wirklich bewusst machst und mit aller Entschiedenheit machst, hat sich deine Realität zum Morgen hin schon verändert. Schon das Morgen ist ein anderes Aufwachen. Punkt. Das ist nicht metaphorisch zu meinen, sondern das meine ich exakt genauso, wie ich sage. Ja, das ist genau der Punkt. Lass mich noch kurz den Satz zu Ende machen. Also der große Kampf ist nicht dort. Ja. Der große Kampf ist in uns selber. Das, was C.G. Jung den inneren Schatten nennen würde. All die komischen Programme, die da im Unbewussten existieren, ja, die aus früheren Leben kommen oder epigenetisch oder eine Kombination, ja. Wir wählen ja auch nur unsere Inkarnation wieder in Familien, wo eben epigenetisch ähnliche Programme in der Vergangenheit gelaufen sind, an denen wir noch nicht, wo wir die Hürden und wo wir diese Begrenzung, diese inneren Schattenprogramme noch nicht überwunden haben. Und die inneren Ängste, weil die meisten Blockierungen in uns sind ja meistens Angst, das ist die unterliegende Emotion oder die Kraft, die uns da unterdrückt. Und da geht es eben darum, sich die Dinge anzugucken. Und das ist der Kampf in uns drin. Ja, das muss auch, Kampf ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck. Das ist einfach unser Weg der Evolution. Und da geht es primär einfach nur um uns und unsere Veränderung, unsere Evolution. Und damit ändern wir eben unser Schicksal eventuell. Das ist eben das Positive, wo ich sage, okay, das ist die Selbstermächtigung, die irgendwo hinter all dem, was ich da im Buch zusammenstelle, wartet. Aber auf der anderen Seite ist eben das, was du sagst, was manche Menschen erschrecken würde, die immer noch, sagen wir mal, darauf hoffen, dass jetzt der Spuk irgendwie so in 1-2 Wochen vorbei ist und vielleicht auch die Whiteheads noch die ganzen Kabale auslöschen oder das mit der nächsten Wahl die lichten Kräfte übernehmen werden. Da habe ich so meine Zweifel, dass das so ist. Und was ich da wahrnehme zu diesem Thema ist, es ist dann wie ein Schachspiel. Und es geht jetzt darum, sich so strategisch, jeder von uns so zu positionieren, dass er eben, jetzt benutze ich einen sehr plakativen Begriff, aber dass er in seiner Stärke steht. Und wenn wir in der Lage sind, sehr bald, nicht in 2 Jahren, nicht bald, wenn wir das schaffen, in uns eine Stärke zu entwickeln, und das kann schnell gehen, da braucht es jetzt keine Mega-Fähigkeiten oder dass du erst 1000 andere Sachen in deinem Leben letzten Endes erstmal zum Positiven gewendet haben musst, sondern einfach eine klare Entscheidung für dich triffst, wo stehst du in diesem Spiel und damit positionierst du dich, dann ist es möglich, dass wir eine Pattsituation erzeugen können und es nicht möglich oder es nicht notwendigerweise zu einem riesen Crash-Krach-Krieg kommen muss, weil dann die Gegenseite erkennt, okay, ja, das, was sie ja eigentlich, und das steht ja auch im Buch ein bisschen so drin, was sie ja erzeugen möchte, ist ja genau das. Ist ja genau das. Und in dem Moment, wo wir das aber erledigt haben, gibt es eine Pattsituation und dann ist quasi der Verhandlungstisch wieder offen. Sind wir nicht in der Lage, das zu erreichen, sie werden uns einfach überrennen. Sie überrennen uns einfach. Aber das ist dann auch nichts, wie du schon sagtest, metaphorisch gesehen, nichts wirklich Schlimmes, sondern eine Notwendigkeit für einen nächsten Schritt. Es ist nur mal bedauerlich so, dass der Mensch, zumindest viele Menschen, nicht aus ihrer Erkenntnis heraus lernen, sondern eben den Schmerz benötigen dafür. Und das ist halt per se erstmal nichts Schlimmes, sondern dem Universum Schöpfer ist das egal, wie du letzten Endes zu der besseren Version von dir selber wirst. Eben durch die Erkenntnis dessen, dass es geht, oder eben halt durch den Schmerz, der dich zwingt. Aber das ist genau die Phase, in der wir sind. Und meiner Wahrnehmung ist schon so, dass ich gerade sehr viele Menschen dazu sehr deutlich positionieren. Denn das Spiel, was wir vor 2 Jahren hatten, wird so nicht nochmal laufen. Das glaube ich nicht. Mit den NPCs vielleicht schon. Aber wir sind ja genügend Menschen, die eine klare Entscheidung vor 2 Jahren schon getroffen haben. Wo wollen sie hin? Ne? Also
Und welche Substanzen sollen da hier hin oder welche nicht? Da gibt es ja sehr viele, die eine klare Entscheidung getroffen haben. Und das ist auch nichts anderes als eine Positionierung. Was jetzt vielleicht noch kommt, ist nochmal die Prüfung. Bist du immer noch im Game oder bist du immer noch der gleichen Meinung oder hat sich das über die letzten paar Jahre vielleicht doch wieder geändert? Ja, aber ich glaube, wir haben gute Chancen, diese Patt-Situation zu erzeugen. Und damit eben halt auf einer anderen Zeitlinie von mir aus dieses Problem auf eine neue, mehr oder weniger auf eine neutrale Art und Weise zu lösen. Ja, weil wir wissen in der Mathematik, wenn zwei Faktoren sich die Waage halten, löschen sie sich gegenseitig aus. Genauso zwei Töne gleicher Frequenz löschen sich gegenseitig aus. All das ist Physik und genauso funktioniert das Spiel. Sie scheinen im Augenblick übermäßig zu sein, sie sind es aber nicht und werden es niemals sein. Niemals. Das ist eine gute Einstellung. Ich sage auch grundsätzlich, natürlich in einem virtuellen Konstrukt ist auch wenn es da vielleicht ein Drehbuch geben mag, ja, es könnte jederzeit umgestellt werden. Und auf irgendeiner Zeitlinie, die du auch für dich persönlich erwählst, wird es vielleicht auch eine geben, wo das alles der transformative Übergang in das neue Yuga, ja, so diese Weltzeitalter, wie sie im Vedischen genannt werden. Das man zum Beispiel auch als platonisches Jahr kennt im europäischen Kontext. Da kann der Übergang auch ein wirklich smoother sein. Mhm. Ja? Aber ich möchte auch da nicht, ich muss aber auch anerkennen, dass gerade aufgrund der kollektiven Situation, dass vielleicht auch vor gewissen Prüfungen einfach nicht drum herum kommen. Ja, möglich, so, ja. Weil die Masse ist einfach noch nicht, und vielleicht ist die Masse tatsächlich, ist die Masse tatsächlich so eine Art gesteuerte Illusion einer 8 Milliarden schweren Bevölkerung, aber eigentlich nur so ein Kollektiv von NPCs. Hm. Ich weiß es am Ende nicht. Ich lasse es auch jedem offen. Ich sage grundsätzlich, eine positive Ausrichtung ist immer wichtig, aber gleichzeitig muss man vielleicht auch im Hinterkopf bewahren, nur weil die Dinge vielleicht nicht so positiv laufen, wie ich mir die manifestiert habe, dass ich dann sofort anfange, an meinen schöpferischen Fähigkeiten zu zweifeln, sondern einfach zu sagen, okay, ich muss halt durch diese Prüfung genauso durch wie alle anderen und ich mache es so gut, wie ich kann. So. Und natürlich wird es, ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, die aktuelle MPOX-Situation anguckt, da habe ich schon Reminiszenzen daran, dass das irgendwie sich so anfühlt wie Januar 2020. So, und ich bin mir sicher, dass sie nicht genau denselben Drehplan nochmal haben, weil das wäre zu einfach. Ja, also da müssen wir gucken. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Antäuschung oder wieder eine Angstmache. Aber was wir vielleicht auch besprochen haben in unserer letzten Sendung zur Phönix-Hypothese, auf einer rein weltlichen, nicht metaphysischen Ebene, ja, da war der Ausgangspunkt für die Phönix-Hypothese immer der anglosächsische Whistleblower, ja, von Project Camelot, der 2010 ausgepackt hat und etwas preisgegeben hat, wovon er 2005 bereits erfahren hat. Und das war nicht irgendwer, das war offensichtlich ein ehemaliger Admiral des Navy-Nachrichtendienst der Briten. Und der sprach eben schon damals 2010, dass da ja die Dinge, die wir heute auf der Bühne sehen, dass die Ausnahmesituation damit beginnen würde, dass da aus China ein Schnupfen kommen würde, mhm, dass der Nahe Osten akut in Konfrontationen gebracht wird, dass zwischen Ost und West, NATO und Russland und China gegen NATO, dass das alles scharf und heiß gefahren werden soll. Ja, und das ist ja genau 2020 wurde ich dann daran wieder erinnert, was ich vor 10 Jahren gehört hatte und habe mir das nochmal angeguckt. Und da war eben auch immer die Rede, dass der erste Schnupfen aus China, zumindest nach der damaligen Planung, ob sich das geändert hat oder auch nicht, dass das auch nur eine von mehreren sogenannten Pandemien sein sollte, die da losgebrochen wird. Deswegen, und auch das Thema hier, wir erinnern uns an Bill Gates und Melinda, wo hat sie auch da gesagt, Interviews, wo sie da so gelacht haben, die nächste Pandemie, die bekommt auf jeden Fall Aufmerksamkeit, und dann haben sie dann noch so diabolisch in die Kamera gegrinst.
da könnten wir schon daraus extrapolieren, dass da noch was geplant ist. Ja, und dass das vielleicht, dass die nicht so dumm sind, wie sie nach außen hin immer ausschauen, weil die Kasper auf der Bühne, die müssen nicht die hellsten sein oder auch nicht besonders helle aussehen. Und die werden natürlich auch mal von einem Marionettenspieler instruiert, der durchaus dreimal um die Ecke guckt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn da noch etwas kommen sollte und die Pläne noch akut sind, dass das nicht ganz so laufen wird. Dass das nicht zwangsläufig auch eine medial herbeigezauberte Nummer sein muss, wie beim letzten Mal. Vieles, wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Es ist alles möglich, ne? Ich glaube, ich bin da nicht blauäugig, weil ich habe meine Resilienz. Ich sage, selten ist ein Remake von der ersten Nummer besser als das Original. Ja, also auf eine positive Art und Weise zu sehen, selbst egal, was sie das zweite Mal jetzt versuchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr, dass das ihren Untergang besiegelt, um es auf den Punkt zu bringen oder sowas, ist sehr, sehr hoch. Denn viele Menschen, das glaube ich schon, werden beim zweiten Mal eben dann dastehen und sagen, so ist hier Schluss. Hier ist Feierabend. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, aus dem größeren Blickwinkel, wie es auch in der Matrix-Hypothese beschrieben ist, unabhängig davon, wir kommen, glaube ich, an einen Punkt, wo eine große Transformation passiert. Und dann ist, glaube ich, auch der Vertrag der Dunkelkräfte abgelaufen. Ja. Die verschwinden so oder so. Ob dann danach wieder jemand, danach wird hundertprozentig irgendwann nach dem ersten goldenen Zeitalter, was danach folgen soll, ja, wo erstmal alles ganz smooth wieder losgeht, irgendwann wird sich wieder irgendeine Dunkelfraktion zur Verfügung stehen, wieder als Lehrer hier aufzutauchen und die Seelen herauszufordern in ihrem Entwicklungsprozess. Aber die Dunkelkräfte, der Vertrag ist ausgelaufen. Ja, das ist so oder so. Mhm. Ja, laufen die ab. Ob wir gelernt haben oder zeigen, dass wir es kapiert haben und uns auf die Hinterbeine stellen oder ob wir nochmal durch den letzten Aussiebeverfahren durchlaufen müssen, wer jetzt ins nächste Level kommt oder wer hier nochmal eine Runde in der dritten Klasse mitturnen muss für die nächsten 26.000 Jahre. Das wird sich dann zeigen. Ja? Aber diese Ebene und diese Ebene der Matrix ist meines Erachtens universell einfach als Ausbildungsschule gedacht. Ja, und die wird eben nach einem gewissen Zyklus immer wieder renoviert und die Lehrer werden ausgetauscht. Ja. Es ist am Ende auch, wie du schon sagtest, wie der Kampfsportler, der am Ende deines Trainings oder einer Etappe deines Trainings einen realistischen Kampf mit dir simuliert, wo er dir auch im Zweifelsfall ans Leben will, denn er möchte den Instinkt herausbeschwören. Bist du in der Lage, entweder diesen Instinkt zu ignorieren und die Beherrschung zu behalten und das Gelernte anzuwenden oder verfällst du wieder in alte Muster? Er wird also nicht mit irgendwelchen Soft-Dingern zu dir kommen und dich testen, sondern er wird mit aller Macht über dich kommen und versuchen, dich auszuschalten. Immer auf dem Level, wo du gerade stehst, natürlich, ne? Um eben dich zu prüfen und dich ins nächste Level wirklich einzuweihen und zu sagen, okay, du hast die Grundprinzipien verstanden. Also ja, sie werden uns mit Sicherheit nicht mit Handschuhen und Sanfthandschuhen anfassen. Aber wir sind gut trainiert, liebe Freunde. Wir haben viel gelernt in den letzten, bleiben wir bei der 25.000 Jahre Spanne. Viele von uns sind ja wieder hier und immer noch. Da ist sehr viel passiert auf dieser Ebene. Sehr viel. Und natürlich sieht man das nicht auf der kollektiven Bühne. Das ist klar. Aber wenn man sich mal so umschaut, du bist lange genügend dabei, um es zu wissen, dass die Welt vor 20 Jahren, als 25 Jahren, ich habe 97 mit diesen ganzen Themen angefangen, ist nicht mehr das Gleiche ist wie damals. Ja? Die Art und Weise, die mit einer Selbstverständlichkeit wir hier heute öffentlich sitzen und uns darüber unterhalten, hätte es vor 25 Jahren, selbst wenn es die Technologie gegeben hätte, nicht möglich gemacht, weil das Bewusstsein der Menschen überhaupt nicht da war. Ne? Und da sehen wir gewaltige Fortschritte. Und das stimmt mich positiv. Ich glaube, viele Menschen wissen, wo das Herz ist und auch wissen auch, wenn es mal drauf ankommt, eben, wie gesagt, nicht zwingendermaßen die Wange hinzuhalten. Wir haben Werkzeuge bekommen. Und wir müssen niemanden den Schädel einschlagen, aber standhaft zu sein und das, was wir Rückgrat nennen, einfach auch wieder als solches zu entdecken, ist sicherlich auch ein Punkt in dieser Lektion. Nicht ein Schwamm zu sein,
Ja? Und das haben, da bin ich überzeugt, viele Menschen bereits absolut verinnerlicht. Und bei den meisten würdest du es vielleicht niemals ansehen. Die sind so unscheinbar, aber wenn es drauf ankommt, eben, ja, sind sie da. Und das ist das Entscheidende. Christian, also Wahnsinnsgespräch. Ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten diese Gespräche doch vielleicht das ein oder andere Mal fortsetzen in einem anderen Rahmen. Ich meine, wir hatten das auch damals schon gesagt, weil es doch ein super Austausch ist. Also nicht nur immer in einer Buchbesprechung. Also lass uns nicht noch mal 2 Jahre warten, bis das nächste Buch rauskommt, sondern vielleicht einfach das ein bisschen schneller mal wieder machen. Bist gerne wieder eingeladen. Ja. Gerne. Wenn du ein konkretes Thema hast, wo du sagst, okay, das ist doch hier Christians Spektrum, der hat da noch mal einen anderen Blickwinkel vielleicht darauf, oder dann lass mich wissen, bin ich gerne wieder dabei. Gerne. Dir dann aber weiterhin viel Erfolg. Ist denn ein weiteres Buch in Planung? Gibt es denn schon was, wo du sagst, Mensch, da kommt vielleicht wieder was? Jetzt war ich noch sehr, sehr busy, die englische Version zu machen. Das ist eigentlich fast so, als trotz Diepel und so weiter, das ist trotzdem so, als wenn man nochmal ein neues Buch schreibt, wenn man es wirklich richtig machen möchte. Und ich habe noch eine Idee, natürlich in die konkrete, ja, Techniken hineinzugehen, die ich dort, ja, also die mir geholfen haben, sagen wir mal, mit meinen Schatten besser umzugehen. Ja, die habe ich angedeutet, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter dazu werden, um wirklich auch ein Handbuch zu haben. Was ist jetzt so ein Set von Techniken, die mir zu mir gepasst haben? Die muss nicht eben passen, aber da eben nochmal auch ganz klare Anweisungen zu geben, wie man eben mit den inneren Kampf in Anführungsstrichen auf jeden Fall, wie man da vorwärts kommt. Das ist nochmal eine Idee, jetzt im Herbst wird sich zeigen, ob ich dann wieder das Sitzfleisch habe, mich da auch hinzusetzen, das so unterzuschreiben. Ansonsten, ja, ich bin da auch nicht der Freund von langfristiger Planung. Die Zeit ist so dynamisch, da werden wir sehen. Jetzt gebe ich noch mal ein paar Vorträge zum Thema und dann sehen wir weiter. Ansonsten habe ich auch meinen eigenen YouTube-Channel, da gebe ich immer noch regelmäßig auch, mache ich immer Q&As, also wo Frage-Antwort-Session, wo Leute eben, die mit dem einen oder anderen Buch konfrontiert wurden und da noch irgendwie Fragen haben, versuche ich immer irgendwie dann auch die möglichst sinnhafte Antwort zu geben, wenn ich sie denn habe. Wenn manche sagen, kann ich auch nur spekulieren. Aber ja, und ich glaube, an der Stelle mache ich einfach auch weiter, da mehr Bewusstsein noch zu schaffen und mich auszutauschen eben auch mit anderen. Weil es kommt ja auch immer wieder sehr an vor zurück, desto mehr man nach außen sich authentisch versucht, ganz sehr selber, sich mitzuteilen, was einen bewegt und was einen eben auch beschäftigt. Ja, dann kommen auch andere Leute, die einen auch interessante Daten zurückgeben, so, wenn man mal nachdenkt. Jetzt ist natürlich meine Zeit auch begrenzt, und aber hin und wieder kann ich da so ein paar Perlen rausfischen aus den Korrespondenzen. Das ist schon schön. Und so lassen wir das weiterentwickeln und auch so eine Begegnung, so ein Interview mit dir, weißt du, jemand, der auch wirklich da in das Thema tiefer reingeschaut hat, das ist immer wieder bereichernd und glaube ich auch für die Zuschauer dann, dass sie da eben noch ein Stück mehr für sich verinnerlichen können. Wovon wir da eigentlich reden. Ja? Möge es doch einfach so sein. Ich gebe das gerne zurück. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und das ist, mich hat es nicht enttäuscht. Ich hoffe, dich, lieber Zuschauer, auch nicht. Insofern wünsche ich dir natürlich dann alles Gute. Du hast recht, die Zeit ist dynamisch. Wir viele Pläne, schauen wir mal, wo sie hinlaufen, die persönlichen und die kollektiven. Wir werden sicherlich dann die Möglichkeit haben, uns dann einfach zu gegebenen Zeit einfach vielleicht genau zu diesen Themen nochmal auszutauschen. Und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, lieber Christian, vielen, vielen Dank und dir eine schöne Zeit wie immer. Alles Liebe an dich, und es hat ja auch recht spontan geklappt. Also können wir nächstes Mal wieder so halten. Ja. Ich denke auch. Das werden wir genauso machen. Wir sind ja in Kontakt. Danke. YouTube-Kanal verlinke ich übrigens auch unter diesem Video dann für die Zuschauer. Vielen Dank. Mal reingehen.
Genau, liebe Zuschauer, dann danke ich auch euch nochmal natürlich fürs Zuschauen. Ist ein bisschen wahrscheinlich, ja, ein bisschen längere Sendung geworden. Wenn ihr dieses Buch sowieso gerade in der Hand habt, dann, weil ihr den Amazon-Link nutzt, um es zu bestellen, der Christian hatte das Kybalion angesprochen, würde ich an eurer Stelle gleich mitbestellen. Da gibt es übrigens nicht nur einen Teil, sondern 7 oder 8 sogar, wo es dann in die praktische Umsetzung geht. Wer die Möglichkeit hat, bestellt die gleich mit. Es lohnt sich. Ich habe sie auch alle gelesen. Ein wirklich eine gute Basisgrundlage für alles, egal was du in deinem Leben noch vorhast. Dann danke ich dir, ich freue mich auf die Kommentare von euch und wir sehen uns zur nächsten Sendung bei Blaupause TV. In diesem Sinne, vielleicht bei Telegram nochmal vorbeischauen und dann lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.